Hallo Leute, hier ist wieder Oliver391 mit Portal 2, dem vermutlich letzten Part dieses LPs. Wir sind in Part 21, wenn ich mich nicht konkret verzählt habe. Und ja, wir sind jetzt kurz vor dem Endboss und wir legen los. Schließ mich an, ich bring mich hoch. Okay. Wie soll ich die anschließen? Okay. Gute Idee, Rache ist gut. Hey Weasley. Nun denn, willkommen. In meinem Versteck. Boah, geäbisch. Wenn die Anzeige da oben stimmt, zerstört sich das Gebäude in etwa 6 Minuten selbst. Und zwar komplett. Ich bin ziemlich sicher, dass da mit dem Licht etwas nicht stimmt. Die Anzeige ist kaputt. Falls nicht, muss ich dich in jedem Fall töten. Okay. Das hatten wir ja schon besprochen. Dafür brauche ich 3 Minuten, dann eine Minute Pause und dann bleiben noch 2 Minuten, um alles abzuschalten, was das ganze Feuer hier verursacht. So sieht der Plan aus. Außerdem habe ich auch Band, wie du sie getötet hast, und ich werde nicht denselben Fehler machen. Folgender 4-Stufen-Plan. Erstens, keine Portalflächen. Zweitens, Nervengift sofort freisetzen. Drittens, bombensichere Schilde für mich, damit direkt. Viertens, Bomben, um dich zu bewerfen. Dieser Plan ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Machen wir es ein bisschen fairer und lassen wir das Nervengift weg. Das war natürlich nur ein Witz. Adios. Nervengiftbelastung erreicht Maximum in 5 Minuten. Ja, wie man sieht, Weasley schmeißt jetzt hier mit Bomben rum. Nicht rennen. Ich sag dir auch warum. Je schneller du atmest, desto mehr Nervengift atmest du ein. Okay. Das Zeug ist unglaublich clever, gerade wenn du alles willst. So, und jetzt brauchen wir erstmal ein paar Portalplatten, sonst kann ich hier nicht arbeiten. So. Ha, ganz schön überzeugend, was? Aber eigentlich nur eine künstlerische Darstellung deiner selbst. Du bist nämlich in meine Falle getappt. Ich wollte, dass du mich dazu bringst, die Röhre zu sprengen. In Wirklichkeit habe ich nur so getan, als ließ ich mich dazu bringen, um falsche Hoffnungen in dir zu... Ah, der hat Bombenschilder. Das führt zu übermäßigem Selbstvertrauen. Ja, wie gesagt, er hat Bombenschilder und daher müssen wir von oben angreifen. Tödlichen Fehlern. Das gehört alles zu meinem Plan. Und BAMS! Haha, Weasley. Ja, okay. Ja, wir müssen jetzt... Jetzt muss ich erstmal da hochkommen, wartet mal. Ja, so hoch. Hier kommt die Weltraumpolizei, oh yeah. Weltraum! So, okay. Ah. Wartet, wir müssen da an den roten Knopf ran und... Da, daneben. Was gefällt dir an der Weltraum? Weltraum ist cool. So. Warnung, Kernbeschädigung bei 50%. Belüftungssystem blockiert, Nervengift offline. Yeah, Nervengift ist offline. Reaktorexplosion in 4 Minuten. Oh, was ist passiert? Keine Ahnung. Was ist passiert? Was hast du gemacht? Ich hab einen Kern an die angebracht. Moment, die verdammten Bomben kleben fest. Mach nichts. Ich hab die Schilde neu konfiguriert. Oh, du hast keine dieser Kugeln an mir befestigt. Wer hat dir das gesagt? Das? Ja. Das macht komm her. Stärker, mein Schatz. Das weißt du noch, als ich dir erklärt habe, wie du deine heißgeliebte Portalwaffe findest? Damals dachte ich, du würdest... Schnauze, Weasley. So, okay. Jetzt müssen wir weitermachen. Okay. Schnell, wie ist die Lage? Ich bin Rick. Du suchst hier wohl noch einen kleinen Aufenthalt. Kämpfst du gegen den Typ? Alles unter Kontrolle? Sieht in einer brandheißen Situation aus. Alter, wie komme ich an den Scheiß hier ran? Das bedeutet Ärger. Ziemlich hässliche Lage für so eine Wirtschaftsfrau, wenn ich das so sagen darf. Wie komme ich zu dem Vieh hoch? Ach so, Portale wartet, ja, ganz easy. Okay, der Kern ist ganz schön überheblich, aber mega. Okay, ich hab'n. Du willst es selbst durchziehen, was? Gut, mein Engel, ich pass auf dich auf. So, wo muss ich den anbringen? Macht mir nichts aus. Da. Der Ausblick von hier ist wirklich... Hey, der Kern ist cool. Mann, die Uhr läuft wirklich... Warnung, Kernbeschädigung bei 75%. Super. Countdown für Reaktorexplosion zerstört. Notfallpräventivmaßnahme eingeleitet. Die Anlage wird sich in 2 Minuten selbst zerstören. Das ist schlecht. Genug jetzt. Was habe ich dir vorhin über diese Dinger gesagt? Aber du hörst mir ja nie zu, du Schwein. Ununterbrochen Schwein. Und hörst nie auf das, was ich sage. Verurteilt mich einfach nur, du. Okay, jetzt muss ich erstmal überlegen, wie das jetzt ging, wie ich den jetzt wieder treffen kann. Das ist einmal besser.
Du hättest nur für einige Jahre ein paar hundert einfache Tests lösen müssen. Nichts weiter. Nicht mal das wolltest du mir können. Ja, sicher. Ich muss echt überlegen, wie der gerade ging. Keiner fliegt in den Weltraum. Scheiße. Du hast mich nicht aufgefangen. Ja, getroffen. Okay. Super. Wo ist der letzte Kern? Wie komme ich da hin? Oh. Wo denn? Der erste Mensch, der bewies, dass Kuhmilch trinkbar ist, war sehr, sehr gut. Dach da oben. Geht schon wieder alles kaputt. Okay, der ist da oben und dann würde ich mal sagen, wir kommen so ran. 99% aller Zauberei sind keine Zauberei, sondern Hexerei. Davor musste der Fahrer im Auto sitzen bleiben. Ja, gut, ich glaube, das war's. Okay, ich glaube, das war der Endboss jetzt. Ich glaube, wir sind fertig. Manueller Kernaustausch erforderlich. Ah, verstehe. Ersatzkern, bereit für den Einsatz? Beschädigter Kern, bereit für den Einsatz? Was denkst du? Interpretiere ungenaue Antwort als Ja. Pat entdeckt. Pat entdeckt. Feuer in der Pat-Auflösung. Scheiße! Lösche Feuer. Es regnet, ist schlecht. Ah, das schwemmt das Portalzeug weg. Hätte ich nur ein bisschen früher wissen müssen. Pat-Auflösungsmitarbeiter, drücken Sie die Pat-Auflösungstaste. Oh. Ach, da ist ein Knopf. Drück nicht auf die Taste! Lass es sein! Ich sag denn nicht. Warum nicht, Weasley? Ich habe das ganze Spiel dafür hingearbeitet. So, Leute, ich würde sagen, wir diskutieren hier gar nicht mehr lange. Wir beenden jetzt das Spiel an dieser Stelle. Also, jetzt wird's episch. Auf geht's zum epischen Ende des Spiels. Tja, okay. Du machst Witze. Du willst mich auf den Arm nehmen. Ich habe immer noch die Kontrolle. Und keine Ahnung, wie ich diesen Laden hier in Ordnung... Das ist super, Weasley. Du musst es ja unbedingt... Mondgestein. Ja. Ja, toll. Schau dir noch ein letztes Mal deinen kostbaren Menschenmond an. Der kann dir jetzt auch nicht mehr... Oh, doch. Warte. Bams. Tja, das war's. Weasley ist im Weltraum und GLaDOS baut sich wieder zusammen. Jetzt geht's los. Ende. Viel Spaß. Ich melde mich gleich nochmal nach dem Ende wieder. Zum Glück ist dir nichts passiert. Als Carolyn lernte ich eine wichtige Lektion. Ich dachte, du wärst mein größter Feind und warst doch die ganze Zeit mein bester Freund. Als Carolyn lernte ich eine weitere wichtige Lektion, wo Carolyn in meinem Herrn lebt. Carolyn gelöscht. Leb wohl, Carolyn. Beim Löschen von Carolyn habe ich eben eine wichtige Lektion gelernt. Die beste Lösung eines Problems ist meist die einfachste. Ehrlich. Dich zu töten ist schwer. Weißt du, wie mein Leben früher war? Ich führte Tests durch. Niemand tötete mich, steckte mich in eine Kartoffel oder verfütterte mich an Vögel. Ich hatte ein schönes Leben. Doch dann kamst du. Du gemeingefährliche, stumme Wahnsinnige. Weißt du was? Du gewinnst. Bitte geh. Es war schön. Komm nicht zurück.
pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom, teddy bear. That's what I'm counting on. I used to want you dead, but now I only want you gone. She was a lot like you, maybe not quite as heavy. Now little Carolyn is in you too. One day they woke me up, so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your short set life. That's what I'm counting on. I'll let you get right to it. Now I only want you gone. Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else. So viel Weltraum. Ich muss alles sehen. Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen. Ich wünschte wirklich, ich könnte alles ungeschehen machen. Und das nicht nur, weil ich hilflos im Weltraum treibe. In dem Weltraum. Ja, ich weiß, Kumpel. Tja, wir sind beide im Weltraum. Weltraum! Jedenfalls, weißt du, was ich sagen würde, wenn ich sie noch einmal wiedersehen könnte? Ich bin im Weltraum. Ich würde sagen, es tut mir leid. Aufrichtig leid. Ich war herrisch. Und unbarmherzig. Und ich bereue es von ganzem Herzen, das kannst du mir glauben. In den Weckrum. Ende. Ja, das war's, liebe Leute. Wir sind durch mit Portal 2. Mit diesem absolut, ich finde es wirklich, ich muss es sagen, episches Ende. Es ist einfach herrlich. Es ist besser als das vom ersten Portal. Dennoch muss ich sagen, insgesamt finde ich den ersten Teil, ich finde ihn besser. Er war einfach neu, er war innovativ, er war cool und ich finde das Abspann, ich finde den Song vom Abspann vom ersten Teil immer noch besser als diesen hier. Und ja, insgesamt Portal 2 ein wirklich geiles Spiel. Für mich das beste Spiel diesen Jahres. Es kam noch 2011 raus, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß ein bisschen, was kommt noch. Es kommt noch Assassin's Creed, es kommen noch Batman habe ich auch, sind auch alles super Spiele, aber Portal 2, das hat mich einfach geflasht, es hat mich gezwungen, es durchzuspielen und ja, auch in diesem Let's Play, es war einfach episch. Ich meine, ich hatte vielleicht 3 Aufnahmesessions oder so, oder 4, ich glaube, es ist die 4. Aufnahmesession und es ist einfach ein geiles Spiel. Jeder, der es noch nicht gespielt hat, ich empfehle euch es wirklich, kauft es euch auf dem PC, es ist nicht so teuer auf dem PC, es ist episch, es hat leider Steam, damit muss man leider leben, ihr könntet es natürlich rein theoretisch cracken, aber das wäre was anderes. Weil zu Portal gehört nun mal auch Steam und Steam ist nervig, aber durch dieses nervige Steam wird Portal einfach umso besser, ne? Ja. Es war auf jeden Fall toll, dass ihr mir bei diesem Let's Play so eifrig zugesehen habt. Ich selber... jetzt habe ich kurz das Mikro gemutet, Entschuldigung. Ich selber fand dieses Spiel auch geil und... ja. Ich würde sagen, ich entlasse euch jetzt einfach mit dieser Aussage, dass es geil war. Ihr dürft jetzt unter dieses Video schreiben, was eure Meinung zum Spiel ist, ob ihr es selber habt und so weiter. Die ganzen Gelöt, was ihr immer drunter schreibt, ob ihr das Let's Play gut fandet. Und unbedingt, falls einer von euch meine Tode mitgezählt hat, schreibt die mal unten drunter. Weil ich bin zu faul, mir die Videos alle nochmal selber durchzugucken und nochmal zu gucken, wie häufig ich gestorben bin. Zählt einfach mal jeden Tod, schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Und ja,
gut, das wär's dann, Leute. Ich verabschiede mich jetzt und ja, das war Scheiße. Das war Part 21 von Let's Play Portal. Und ja, ich bin euer 301 und wünsche euch noch viel Spaß bei meinen weiteren Let's Plays. Bleibt mir treu, empfehlt mich weiter, abonnieren, kommentieren, bewerten. Und tschüss, bis dann.